Hallo aus dem Sellers Park, liebe Zuschauer zu Hause an den Geräten. Schön, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns hier auf ein Spiel bei idealen Wetterbedingungen. An den Mikrofonen melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute eine Begegnung aus der Premier League. Crystal Palace gegen Chelsea. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften noch gar nicht anders. Jeder weiß, was Romelu Lukaku alles drauf hat. Was erwartest du heute von ihm? Er ist extrem stark im Abschluss. Den müssen Sie immer im Auge behalten, sonst macht er sein Tor. Da haben wir die Startaufstellung von Crystal Palace. Der heutige Torhüter ist Vicente Guaita. Jordan Ayew steht gemeinsam mit Wilfried Sahar auf dem Flügel. Und im Sturm sollen es in dieser Partie heute gleich drei Stürmer richten. So wird Chelsea heute beginnen. Antonio Rüdiger spielt mit Andreas Christensen in der Abwehr. N'Golo Kanté steht neben Jorginho in der Mitte. Und einziger Stürmer ist zu spielen in Romelu Lukaku. Und los geht's. Beim Blick auf die Taktik der Gäste können wir schon davon ausgehen, dass das Pressing auch heute das Erfolgsrezept sein soll, ne? Ja, sehe ich genauso. Und das können sie auch richtig gut. Sie machen dem Gegner immer das Leben schwer. Sie schnüren ihn ein, sie gehen sofort drauf. Immer dann, wenn der Gegner den Ball hat, dann ist Alarm. Sie lassen sich Zeit im Aufbau. Christian Pulisic. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen und er hat ihn. Ja, starker Pass. Ball ist weg, aber geht da noch was? Schöner Zweikampf, sie erobern den Ball. Da ist die Chance. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Jorginho. Marcos Alonso. Das ist Rüdiger. Am Ball Marcos Alonso. Den Ball kann er abfangen. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Der Angriff ist beendet. Er geht energisch dazwischen. Gute Grätsche. Sie haben den Ball. Wilfried Sahar. Stark gemacht. Das könnte was werden. Noch ist die Chance da. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Ja, nach diesem Ausgleich schöpft er jetzt natürlich wieder Hoffnung. Seine Mannschaft macht.